So, Freunde, dadurch wir ja in der Nacht das Problem hatten mit dem Reifen und mit der Bremsleitung und alles sich verzögert hat, wird es natürlich jetzt auch wieder eine Nachtfahrt. Freue ich mich schon drauf. Ihr kennt das ja, das Spiel. Ihr wisst ja, wie sehr ich mich darüber freue. Na gut, also gibt es jetzt nur eins, losfahren. Nach Treuen, abladen, laden und wieder her. Feierabend. Also, gibt es nichts weiter dazu zu sagen. Los geht er. So, meine Guten. Lasst uns mal hier losdüsen. Ab nach Treuen. Laden für Bremen und wir fahren wieder bloß bis Helmstedt und dann bleiben wir schön im Hotel. So, mal gucken, ob wir heute ohne Störungen und ohne Probleme durchkommen. Das war ja gestern so gefreut, dass kein Stau war und kein Schnee und kein Eis und sonst was und dann dieser Reifenplatzer und dann zerknallt mit dieser blöde Reifen auch noch die Bremsleitung. Also das war ja, mussten wir gleich zwei Notdienste holen, einmal für den Reifen, der kam ja, dann hat er gesagt, wir müssen auf die Straßenmeisterei warten. Da haben wir auf der Straßenmeisterei gewartet. Also ich habe erst mal eine halbe Stunde gewartet, bis der Reifendienst kam. Der kam ja von Gera und ich stand ja vorne Hermsdorf und das dauert ja dann ein bisschen. Ich stand ja vor der Ausfahrt Hermsdorf Süd. So, dann kam der, hat sich mit seiner Rundumleuchte hinter mich gestellt. Und hat kam vor zu mir und hat gesagt, wir müssen warten, bis die Straßenmeisterei kommt mit dem Schilderwagen. Die müssen die rechte Spur sperren, sonst macht er da nichts. Naja, gut. Hat nochmal eine halbe Stunde gedauert, eine gute halbe Stunde. Da war schon eine Stunde weg. Da war noch nichts gemacht. So, dann hatte der aber zum Glück ein fertiges Rad mit. Dann brachte der bloß die Räder umstecken und wo der das Rad runter hatte, hat er festgestellt, dass der Reifen die Bremsleitung zerknallt hat. Und da hat er gesagt, naja, so kommst du nicht mehr weit. Ja, und dann haben wir einen Notdienst noch einmal angerufen. Also ich habe dann über die Firma, wir haben ja da so eine Notrufnummer in der Firma, wo man dann mit solchen Sachen sich nicht kümmern muss. Die kümmern sich ja dann und ich denke mal, die haben sich auch relativ schnell gekümmert. Ja, dann habe ich die Firma nochmal angerufen, habe gesagt so und so. Ja, dann rufen wir die Werkstatt Notdienst. Dann haben die mich angerufen. Nee, dann haben wir erstmal das Rad gewechselt. Dann bin ich in Schrittgeschwindigkeit mit dem Schilderwagen mit Blaulicht hinter mit Rundumleuchte hinter mir bin ich dann bis Hermsdorf auf den Platz gefahren und habe dort das Auto abgestellt und habe auf den Notdienst gewartet, der die Bremsleitung wechselt. Der kam dann auch 20 Minuten, also der hat dann ich war gerade vielleicht 5 Minuten auf dem Platz, da rief der an
Und hat gesagt, ja, er muss erst mal gucken, was ist es. Und er muss erst mal gucken, ob sie so einen Schlauch haben. Habe ich ihm erklärt, der Schlauch, der da so und, ne? Und da hat er gesagt, ja, er muss erst mal gucken, ob sie so einen Schlauch haben in der Werkstatt. Und wenn nicht, dann wird sie erst morgen früh. Ja, zum Glück haben sie einen gehabt, dann war der nach einer guten halben Stunde da, dann hat das noch einmal eine gute halbe Stunde gedauert, den Schlauch zu wechseln. Der hat bloß das Fahrerhaus ein bisschen gekippt und ist dann oben drüber übers Rad rein. Der braucht das Rad nicht nochmal abschrauben. Naja, und da war natürlich die Zeit dahin. So, dann habe ich Marian eine SMS geschickt, dass ich das Problem habe mit dem Reifen und dass es später wird, dass der Bescheid weiß. Und dann haben wir in Leipzig letztendlich die Autos gewechselt. Also ich bin mit PKW von ihm hierher gefahren, habe mein PKW genommen, bin ins Hotel und er ist mit dem LKW weitergefahren nach Bremen. Naja, das waren halt alles so Probleme, ne? Ich hoffe ja mal, dass es heute mal problemlos durchgeht. Nicht, dass heute wieder irgendwas Außergewöhnliches passiert. Das wäre irgendwie schon seltsam. Ich muss dann bloß irgendwann mal gucken, wie ich die Blinkerschale aufkriege. Ja, das ist ja nicht schlimm. Das ist bloß der hier an der Seite. Den hat es auch irgendwie die Birne mit in Mitleidenschaft gezogen. Durch den Knall vom Reifenplatzer. Na schön, sind wir doch schon wieder auf der A14. Es läuft. Ich hoffe ja, dass es heute mal ohne Störungen läuft. Wie sich das gehört. Naja, schauen wir mal. Im Moment gibt es ja nichts weiter zu berichten. Ich müsste eigentlich, wenn es gut läuft, ja, so kurz nach 0 Uhr da sein, so 0.15 Uhr oder so. Ja, es sagt im Moment, dass ich 4 Stunden, 4 Minuten brauche bis runter. Aber da muss ich ja noch ein bisschen was zurechnen, weil die Troller, die will mich ja über die Dörfer schicken und das darf ich ja nicht mit dem langen LKW. Ich muss ja schön brav auf der Autobahn bleiben. Die Landstraßen, die ich fahren darf, die nützen mir nichts. Naja. Schade, dass ihr wieder nichts gescheit sehen könnt. Ne?
Stelle. So. Dingens ist gleich da. Schkeuditzer Kreuz. Dann gleich auf die A9 und dann fahren wir Hermsdorf erstmal raus, tanken und eine kleine Pause machen, also sprich eine kleine Dreiviertelstunde Pause. Und dann muss ich mal gucken, ob ich hier irgendwo Birnle finde in dem Auto, dass man vielleicht hier die Dings wechseln kann. Wenn wir eine Baustelle oder was? Ach, die mit ihren Baustellen hier. Bestimmt eine Nachtbaustelle. Ding haben sie mich gestern abgesichert. So. Dann gucken wir jetzt mal nach Hermsdorf rein. Tanken, dreiviertel Stunde Pause machen. Und dann danach nach Treuen. Dann bin ich auf der sicheren Seite. Falls ich an der Rampe muss, habe ich genug Lenkzeit übrig, um zu rangieren. Weil das letzte Mal habe ich auch ewig gebraucht, dass ich das rangekriegt habe. Aber gut, das lag auch mit dem Schnee, weil das auch nicht so funktioniert hat. Also am Montag, gestern habe ich ja von der Seite geladen. Aber vielleicht habe ich ja Glück. Und ich kann heute wieder von der Seite laden, aber ich will mich mal nicht drauf versteifen. Und wenn ich an der Rampe muss, dann dauert das halt eine Weile. Weil mit dem Lang-LKW an der Rampe fahren, da bin ich nicht so perfekt. Das dauert dann bei mir. Aber da müssen sie durch. Ich bin nicht der Einzige, bei dem es länger dauert. Erzählt, dass der eine über eine Stunde gebraucht hat, bis er den dran hatte. Richtig. Ja, das ist auch nicht so einfach, das Rückwärtsschieben, das Andocken an den Rampen. Weil du musst das ja dann wirklich fast Millimeter genau andocken. Und die Dinger machen doch mit dir, was sie wollen hier, wenn du die rückwärts schiebst. Die lachen sich doch tot. Und da ist das hier noch die gute Kombination, ne? Die andere Kombination ist ja noch beschissener. Auf der Straße, komm, mach's Brett zu.
was bleibt zurück. Oh, da haben sie eine Brücke umgekippt. Die steht schief. Ha! Schau an. Weit ausgeholter Kollege. Extra wegen mir hat er weit ausgeholt. Das fand ich ja sehr freundlich. So, dann werden wir jetzt erstmal tanken. So, jetzt fahren wir auch raus. Getankt haben wir, gegessen haben wir. So, ihr werdet euch wahrscheinlich wundern, wieso ich so rumfahre, aber das hat einen Grund, zumindest mit dem Lang-LKW hier, weil ich mit dem Lang-LKW hier bei der Ausfahrt besser rauskomme. Da ist mehr Platz, also nach vorne. Eine Versammlung. Guckt, hier ist nämlich massig Platz. Dirndl habe ich hier keine gefunden, damit ich das hier tauschen kann, was hier kaputt gegangen ist gestern. Hier ist nämlich ein bisschen eng durch den Schnee, der hier liegt. Und da ist die Idee, da drüben rausfahren, gar nicht mal so dumm. Müssen die immer das Zeichen auf der Straße abstellen? Das ist unklar. Ja, jetzt hast du Pech. Ach, der fährt hier rein. Das ist eigentlich Parkverbotszone. Na? Auch schon überall. Hier drüben in der Firma. Das würde ich aber auch nicht dulden. Mein nervöser Blinker. Spiegel habe ich auch wieder geputzt und Scheiben.
So. Jetzt sind wir wieder auf der Bahn gleich. Ja, ich würde mal sagen, so zwischen 0.15 Uhr und 0.30 Uhr sind wir in Treuen. Die haben gesagt, die laden rund um die Uhr. Also werden wir eigentlich auch abgefertigt. Die Frage ist bloß, ob an der Rampe oder ob sie mich von der Seite laden. Gestern haben sie mich ja von der Seite geladen. Da brauchte ich nicht an der Rampe rangstehen mit dem Geschoss. Das fand ich sehr nett. Und deswegen habe ich den Jungs gleich hier einen Kaffee ausgegeben. Da liegt ein Haufen Schnee. Immer noch. So. Und dann gehen wir uns anmelden. Beziehungsweise melden uns erstmal hier an der Pforte. Und dann gehen wir uns hinten gleich anmelden. So, Freunde. Bis später. So, meine Freunde und Freundinnen und Befreundete, jetzt geht's los. Jetzt haben wir hier geladen. Ich durfte wieder von der Seite beladen. Also musste ich nicht an die Rampe ranrangieren. Und daher alles bestens. Jetzt düsen wir los. 13,5 Tonnen haben wir drauf. Das geht noch. Aber geschwitzt habe ich. Die lange Plane von dem Auflieger, die zieht sich ganz schön. Vor allem, wenn die Rollen oben nicht gepflegt sind. So. Dann machen wir jetzt los und dann geht's nach Helmstedt. Auto abstellen, PKW nehmen, ab ins Hotel, schlafen. Jetzt sind wir rum. Da geht es nämlich arscheng zu hier in der Ecke. Da musst du nämlich aufpassen. Sonst rammelst du das Verkehrsschild weg da unten.
So, haben wir es doch gleich geschafft. Zur Not stelle ich ihn in die Bushaltestelle, der fährt ja dann eh gleich wieder weg. Wenn gar kein Platz ist. Noch lang, nee, die Allee. Und hier ist es dann schön. Gleich links. Hier. Hier kommt noch ein Moped, oder was ist denn das? Ach, da ist doch genug Platz. Na, was ist denn jetzt? Gib mal Gas hier. Oh, Alter. Tritt noch mal in die Pedale. Fahr. Muddel. Wir haben ja Zeit. So. Geschafft. Feierabend. Ach, endlich Feierabend. Na, meine Lieben, ich glaube, ich habe vergessen, mich heute Nacht bei euch abzuverschieden. Also, meine Mission ist jetzt hier auch beendet. Ich werde jetzt packen und heimfahren. Und naja, dann gibt es am Donnerstag leider kein Video, weil ich keins habe. Und ach, dummes Gequatsch. Also meine lieben Stau- und kinderfreie Fahrt, haltet schön eure Stoßstangen sauber. Tschüss. Mal sehen, was dann Freitag läuft. Ich weiß es noch nicht. Jetzt geht's erstmal wieder heim. Lilly wird sich freuen. Also ciao.